Gude zusammen. Schön, dass wir auch im Jahre 2022 wieder alle hier sind. Grüße aus dem Studio 11. Hier ist der erste Bruchwegbericht im neuen Jahr vor dem ersten Spiel der Rückrunde bei Rasenballsport Leipzig. Aber wir bleiben kurz bei den Erstis. Am 1.1. nämlich, geile Überleitung, ging dieses Video online. Wer es noch nicht gesehen hat, unbedingt draufklicke. Da wurde unser neues Fasnachtstrikot vorgestellt. Wie immer eine Limited Edition, wie man so schön sagt. Aber ein paar gibt's noch im Fanshop zu erstehen. Jedenfalls haben unsere Jungs in diesem Video Folgendes bewiesen. Dass sie am Samstag zum Glück keine Musik machen müsse, sondern lieber Fußball spielen. Wie gesagt, auswärts in Leipzig, ohne Zuschauer, aber immerhin mit einer schönen Erinnerung ans Hinspiel. Wisst ihr noch, halbe Mannschaft, halbes Trainerteam ausgefallen und trotzdem gewonnen. Schon ganz schön geil gewesen. Ja, im Rückblick war das der erste Spieltag natürlich absolut außergewöhnlich. Jetzt wird das halt ja, eine 180-Grad-Drehung, also es wird ein ganz anderes Spiel, andere Spieler, die auf dem Feld stehen, bei beiden Mannschaften wahrscheinlich. Und ja, mal schauen, wir haben die Latte hochgelegt in der Hinrunde auf jeden Fall. Ja, ich glaube, gerade durch die leeren Ränge können wir zeigen, was wir für eine geschlossene Mannschaftsleistung im letzten Jahr einfach auf den Platz gebracht haben. Wir sind eine gute Mannschaft, wir haben eine homogene Mannschaft und das müssen wir jetzt die ganze Rückrunde zeigen und ich glaube, das können wir auch. Deswegen denke ich, dass wir auswärts jetzt auch wieder ein paar Punkte holen können, ein paar Punkte mehr holen können und das muss auch unser Anspruch sein, nicht nur zu Hause die Punkte zu holen, sondern auch auswärts. Aber natürlich war das gerade bei Heimspielen immer was Besonderes, vor Fans zu spielen und man hat dann auch hinten raus einfach nochmal den letzten Push bekommen und das war auch ein gutes Gefühl auf dem Platz. Dennoch wissen wir, was wir drauf haben und das sollte auch ohne Fans funktionieren. Das sollte keine Ausrede sein, dass wir nicht die letzten paar Prozent rauskitzeln konnten. Jetzt spielen wir auswärts wieder im leeren Stadion und ja, da sind wir dann einfach gefragt als Team, uns besser zu pushen, als der Gegner das macht. Soweit die Stimmen aus der Mannschaft und das hat unser Cheftrainer Bo Svensson auf der Pressekonferenz im Vorfeld dieses Spiels gesagt. Ich glaube, ich habe gemerkt, dass wir alle frischer sind. Und so allgemein, so einfach in die Lust, die Sachen nochmal anzugehen, in der Trainingsarbeit, aber auch neben dem Platz, finde ich, das ist eine sehr gute Energie, da war zu spüren. Und die Spieler und wir im Trainerteam, glaube ich, haben uns alle gefreut, wieder zu sehen. Und so ist ein allgemeines Gefühl einfach, der gut war. Ich glaube, Leipzig hat einiges gut zu tun aus der Hinrunde und wollen dann mit volle Macht dann auch ihre Qualität dann beweisen und wird versuchen, das Spiel zu dominieren. Wir werden versuchen, unser Spiel durchzuziehen mit Intensität und enge Abstände. Schwer darauf zu vorbereiten. Man kennt aber die Einzelspieler ganz gut von Leipzig. Also wenn wir jetzt die Liste eine Stunde vor dem Spiel bekommen, dann können wir uns ein bisschen darauf vorbereiten. Und sonst halten wir das Fokus am meisten auf uns und wissen, dass natürlich in Leipzig eine große Aufgabe auf uns erwartet. Wenn man nur die Ergebnisse durchgeht, wie die letzten Jahre es da aussah, dann kann man sich schon vorstellen, was für eine anspruchsvolle Aufgabe das auch ist. So, Anstoß am Samstag ist um 15.30 Uhr und manche Dinge ändern sich zum Glück nie. Zum Beispiel, dass unser Webradio 05 FM auch in der Rückrunde jedes Spiel komplett und in voller Länge live überträgt. Also auch am Samstag und los geht's immer eine halbe Stunde vorm Anpfiff. Das heißt, kurz nachdenken und ausrechnen, wir hören uns um 15 Uhr wieder. Ich freue mich schon drauf, bis dahin. Macht's mal gut, weil wir machen's ja auch, ist doch klar.